Der Mai ist heuer extrem musikalisch. Letzte Woche fand ja eben der Eurovision Song Contest statt. Und heute habe ich eine Musikerin zu Gast, die, wie es der Zufall so will, selbst Österreich einmal beim Song Contest vertreten hat. Aber heute wird es nicht um den ESC gehen, sondern um ihre neue EP, die mit richtig viel freshen Beats daherkommt. Ich freue mich sehr, heute Gabi Horn, aka Penda, bei mir begrüßen zu können. Hallo und herzlich willkommen auf frischnews.at. Hi, servus. Ja, dann legen wir gleich los. Und zwar mit einem Wordrap, der bei Andy Knoll letzte Woche ja schon super funktioniert hat, im Interview. Ja, erste Frage: Musik bedeutet für mich? Leben. Und warum? Weil es mein Leben erfüllt und erfüllt und schon immer, also so mein Mittelpunkt war, mein Rückzugsgebiet, meine Art und Weise, mich auszudrücken, mein, ja, etwas, das mir Wohlbefinden gibt. Ja. Musikerin wollte ich werden seit? Diese Frage ist schwieriger. Eigentlich schon immer, aber ich habe es nicht immer gewusst. Was waren denn so vorher die Traumberufe? Also ich glaube, es war schon immer mein Traumberuf, aber ich habe es einfach nicht gewusst und mir dann gedacht, ach, Schulung, das ist sicher. Lehrerin wäre das Richtige. Und dann irgendwann so, nein, du willst Sängerin sein, du willst Musikerin sein. Dann der neue Lieblingssong auf der EP oder der Lieblingssong auf der neuen EP, so muss es richtig heißen. Das ist immer eine sehr gemeine Frage für Musikerinnen und Musiker, weil natürlich jeder Song total einzigartig und für mich ja eine Bedeutung auch hat. Also ich mag besonders gern I Don't Wanna Know und Say It. Also ich würde, Say It liegt so vorne. Ja, bevor wir zu den Songs dann im Detail kommen, jetzt noch meine letzte Wordrap-Frage, die ein bisschen länger ist jetzt. Du hast ja im Interview mit Krone TV gesagt, dass dir der Lockdown weniger gemacht hat, weil du sehr gerne zu Hause bist und das Fortgehen gar nicht so brauchst. Jetzt meine Frage, obwohl die, glaube ich, auch sehr logisch sein wird: Studio oder Live-Performance? Hat beides was für sich. Also Studio ist schön, weil es einfach ein kreativer Schaffprozess ist, lebe ich meine Ausdrucksseite aus, der du was ausdrücken will. Und auf der Bühne bin ich einfach extrem gern, weil ich schon ein sehr expressiver Mensch bin. Und mir Musik machen an sich, also das Musik machen, einfach extrem viel Spaß macht und das Singen gibt mir einfach so viel und das weiß man ja mittlerweile, dass das im Hirn was macht und deshalb beides. Perfekt. Ja, das war's jetzt mit der kleinen Vorstellung und wir gehen über in die richtigen Fragen zu deiner neuen EP. Die trägt ja den Titel Point of View, abgekürzt POV. Wie ist es denn zu diesem Titel gekommen? Es gibt immer spezielle Herangehensweisen, also verschiedene Herangehensweisen, wenn man eine EP oder ein Album schreibt. Manche haben das schon vorher im Sound-Design gehen. Manche schreiben ein Album und benennen es dann danach, entweder nach einem Song oder ja, nach irgendwas. Bei uns war das dieses Mal so, dass ich das Album geschrieben und produziert habe, dann war es fertig. Und dann haben wir gesagt, so, und jetzt brauchen wir irgendwie, also der Working Title davor war ein anderer. Und wir haben gesagt, wir wollen irgendwas, das was aussagt, auch weil gerade die letzte Nummer, die Say It, also der Focus Track, mir sehr viel bedeutet von der Aussage her. Deshalb wollten wir dem Ganzen auch einen Tipp geben, der irgendwie, ja, irgendwas zu sagen hat. Und dann irgendwann hat jemand im Team Point of View reingeworfen, also POV reingeworfen und das haben wir dann so aufgegriffen und sind dann draufgekommen, dass das tatsächlich einer der kleinsten gemeinsamen Nenner ist, und das tatsächlich auch für mich als Mensch, und das spiegelt sich lustigerweise wieder, ohne dass ich das jetzt irgendwie versucht hätte, aktiv, in den Songs wieder, weil ich mich schon sehr viel damit beschäftigt, mit menschlichen Interaktionen und wie das sein kann, dass Leute einfach sehr viele verschiedene Ansichten haben
oder die gleiche Situation einfach komplett anders wahrnehmen. Und ja, da, so kam POV dann zustande. Ja, du sprichst das schon an, dieses andere Wahrnehmen von verschiedenen Leuten eben. Sind solche Meinungsunterschiede auch ein Grund, warum du alles selber machst? Also vom Schreiben, du schreibst ja deine Songs größtenteils selbst, produzierst sie, performst sie logischerweise auch. Sind da diese Meinungsunterschiede auch so ein ausschlaggebender Grund dafür? Das ist ein sehr guter Punkt. Tatsächlich die Meinungsverschiedenheiten, aber es hat auch was mit Ansichten zu tun. Man muss dazu sagen, mittlerweile schreibe ich nicht mehr so viel alleine. Und es ist auch so, dass ich nicht mehr alles alleine mache. Also ich hole mir mittlerweile sehr gerne andere Songwriter und Songwriterinnen dazu. Es ist mittlerweile so, dass ich auch mit einem Produzenten oft arbeite. Und ich liebe das. Ich liebe es. Ich liebe es, mit anderen Menschen gemeinsam Musik zu machen. Ich finde, das ist eines der schönsten der Welt. Was mich ursprünglich tatsächlich, weil du, so wie du schon gesagt hast, habe ich sehr viel oder das meiste alleine gemacht, vor allem beim zweiten Album dann, der Evolution 2. Und das hat tatsächlich mit Ansicht zu tun, weil es war dann so oft, dass mir das nicht ganz zugerechnet wurde. Und dann wurden oft Leute genannt für Produktion, die halt basically nichts damit zu tun hatten. Was natürlich auch sehr viel mit Sexismus und so feministischen Geschichten einfach zu tun hat, meiner Meinung nach. Oder dass es auch ein großer Teil davon war. Und das natürlich, wenn man selbst mit den besten Intentionen da etwas schafft und jemand anders quasi von außen, aber die Außenwahrnehmung dann einfach anders ist, ist ein gutes Beispiel, wenn man das dann sieht und man sieht, derjenige hat es gemacht und man denkt sich, oder es steht dann sogar wer anders dabei und man denkt sich dann sofort so, ach, die hat bestimmt nichts gemacht und sich jetzt einfach so reinschreiben lassen, weil es halt in der Popwelt einfach gang und gäbe ist, dann ist das eine Ansicht, die derjenige hat oder diejenige, eine Außenwahrnehmung, die dem entgegensteht, was selbst die tatsächlich der Wahrheit entspricht oder ja, auch wie ich das empfinde. Ja, jetzt sprichst du schon den Sexismus in der Musik bzw. Kunst- und Kulturbranche an. Jetzt ist es ja so, dass man gerade als Künstlerin, also bei Männern ist das eher weniger der Fall, sehr häufig auf äußere Werte reduziert wird. Ich möchte ein Beispiel bringen aus der Zeitung OE24. Die hat zum Beispiel da einen sehr, ich sage mal, fragwürdigen Text zu dir bei den Amadeus Awards gebracht, wo sie schreiben, so sieht Panda nicht mehr aus. Wie empfindest du das? Ist das ein großes Problem oder lernt man dann schon auch irgendwie damit umzugehen oder ist es doch etwas, was einen dann irgendwann einmal sehr stark auf die Nerven geht? Es ist sehr lustig, dass du diesen Artikel erwähnst. Ich habe ihn nur durch Zufall gefunden, tatsächlich. Ich habe einfach nach einem Foto von mir gesucht und habe dann Panda Amadeus 2022 eingegeben und plötzlich kommt mir dieser Artikel entgegen. Man muss dazu sagen, dass ich in diesem Interview sehr wohl über meine EP und mein musikalisches Schaffen gesprochen habe. Es hat dann offensichtlich nicht gereicht, um in den Artikel dann aufgenommen zu werden. Meine Brüste waren definitiv ein größeres Thema. Mit Seitenhit. Also, es gab davor schon einen Vorfall, wo das tatsächlich genauso der Fall war, wo einem Interview sich dann mehr über meine Brüste unterhalten haben, als über das, was ich eigentlich gesagt habe, wo mir aufgrund dessen, dass ich einen Ausschnitt gezeigt habe, aberkannt wurde, dass ich was zum Thema Feminismus sagen darf, wo ich absolut nur noch reduziert werde, wie ich ausschaue und was ich anhabe und auch das gegen mich verwendet wird. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Frauen, nicht nur in der Musikbranche. Ich finde, das ist Wahnsinn, dass sie auch so gut überlegen muss, quasi was sie anhat, zu welchen Occasions, damit sie ja ernst genommen wird oder ernst genug genommen wird oder damit das eine Wertigkeit hat. Also ich finde tatsächlich, also mein Beispiel ist immer so, nimmst du mich im Sommer im Bikini, wenn wir uns im Freibad unterhalten, weniger ernst mit dem, was ich sage, als du mich im Winter in einer Unterhaltung ernst nimmst, wenn ich einen Pullover anhabe.
Das ist so mein Paradebeispiel für sowas eigentlich. Es ist nach wie vor extrem schwierig, aber es ist für mich auch absolut ein Anlass, das zu einem Thema zu machen, ja? Weil es kann einfach nicht sein, dass ich was anhabe und also dann werde ich aufgrund dessen einfach komplett zerrissen, obwohl das, also ich sage mal, das, was ich am Carpet dort angehabt habe, ist basically nichts dagegen, was manche Mädels im Club anhaben. Oder jede zweite Mädel zieht sich so an, ja, beim Weggehen. Und plötzlich, wenn man es einfach mal Carpet anhat in Österreich, ist das ein riesengroßes Problem. Und ich glaube mal, dass sie doch als weibliche Produzentin und so einfach zeigt, dass man als Frau sich nicht reduzieren lassen muss, ja. Aber ja, ich kann es nur als Anlass nehmen, da irgendwie noch mehr aufzuzeigen, was da für Missstände herrschen. Und ich würde mir wünschen, dass das mehr Frauen tun in sehr vielen Genres und in sehr vielen Sparten quasi. Man weiß ja, dass das nicht nur in der Musikbranche so ist. Gut, auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, man braucht ja OE24 nicht unbedingt ernst nehmen, jetzt, wenn es um solche Berichterstattung geht. Es spiegelt leider die Gesellschaft sehr wieder und das finde ich traurig. Das auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall, leider Gottes. Aber du kämpfst ja dagegen an. In deiner neuen EP geht es ja auch um feministische Themen. Also bitte korrigiere mich, falls ich jetzt falsch liege. Entweder in Upset oder Say It, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, besingst du ja oder singst du über den Feminismus und so Aufsteh. Themen. Wie ist es denn dazu gekommen? Also es ist so, dass diese aktuelle EP tatsächlich gar nicht so feministische Themen hat. Also ich werde jetzt erst gerade sehr heftig damit konfrontiert, muss ich ehrlich gestehen. Also bisher war ja nie jemand, der jetzt irgendwie sich, ich sage das ja ganz bewusst und ehrlich, so wie es ist, getraut hat, sich weiblich sexy zu können, eben ausdrücken, dass mir dann aberkannt wird, was ich alles mache. Aber auf jeden Fall ist Say It ein sehr kritischer Song. Say It ist ein extrem kritischer Song, der ist aber eher gesellschaftskritisch, würde ich jetzt mal sagen, weil er halt einfach, es geht basically darum, also jeder von uns kennt das, in der Kindheit wird einem gesagt, so, ja, du kannst die Welt verändern, du kannst aufstehen, du kannst die Welt zu einer besseren machen und irgendwann kommt man einfach drauf, habe ich das Gefühl, oder ich glaube, so wird es ganz vielen, dass es Leute gibt an der Macht, die gar nicht wollen, dass sich irgendwas ändert und die sorgen auch sehr dafür, dass das nie passiert und man tut irgendwie immer sein Bestes, um die Welt so besser zu machen, aber es ist sehr schwierig, wenn man hat dann irgendwann das Gefühl, oder ich habe das Gefühl gehabt, so wow, eigentlich wie? Ja, ich habe, also wie sollte ich das anstellen? Also mir fehlt da anscheinend Geld, Macht, Einfluss und die, die es wirklich könnten, tun es einfach nicht, ja. So ein bisschen die Resignation dahinter. Ja, bevor wir jetzt noch auf Mut oder auf den Mut einer Künstlerin zu sprechen kommen, möchte ich noch ganz kurz folgende Frage einwerfen. Und zwar, was würdest du jetzt unseren Zuseherinnen raten, wenn es darum geht, aufzustehen und für Gleichberechtigung und ihre Rechte zu kämpfen? Ich muss als erstes gerne mal dazu sagen, dass ich finde, dass Gleichberechtigung eben was ist, was nicht nur männlich-weiblich betrifft, sondern Gleichberechtigung, ja, da gehören ganz viele Themen dazu, da gehören ganz viele sexuelle Orientierung und so Geschichten dazu. Und da sollten sich auch alle davon betroffen fühlen. Alle. Und man sollte immer bei sich selbst beginnen. So, das ist das, was ich versuche. Und man hat selbst, also wir haben so viele Muster in uns trotzdem noch drinnen, die noch Generationen brauchen werden, bis wir die wirklich los haben, bis das draußen ist. Also in unserem System, die Gedanken, ja, also Gedankenmuster, die wir haben. Und da müssen wir uns alle selbst an der Nase nehmen und ganz ehrlich zu uns selbst sein. Ja, zum Beispiel, jetzt habe ich tatsächlich, oder jetzt immer weniger, Gott sei Dank, aber noch immer, dabei, wenn ich zum Beispiel irgendwo sehe, dass es eine weibliche Produzentin oder dass die Sängerin das selbst produziert hat oder mitproduziert hat, der kurze, aber doch da der Gedankengang von, das hat sie nicht selbst gemacht. Oder, aha, okay, ja, das hat sie. Und so, wo ich mir dann immer wieder so, oh, warte mal ganz kurz, dir geht's auch so. Ja. Und aber solche Sachen sind in uns drinnen. Oder dass ich mich als Frau
also nur Beispiel dafür, die Diskussionen dann auch zurücknehme. Wo ich mir nachher frage, warum habe ich das jetzt gemacht, aber weil es einfach angelernt ist. Gewisse Dinge sind einfach drinnen in uns. Und da kann ich nur immer wieder, also mein Ding ist halt, dass da jeder sich selbst bei der Nase nimmt oder auch andere darauf anspricht und hinweist, dass das jetzt möglicherweise so nicht ganz korrekt und in Ordnung ist. Ja gut, dann bist du hier am richtigen Ort, weil hier dürfen alle alles sagen, was sie für richtig halten. Und die Kollegen da von OE24, sage ich jetzt einmal, könnten ja mit gutem Beispiel vorangehen, weil die hätten auf jeden Fall die Macht, da mit ihrem Einfluss ein Umdenken zu bewirken, zumindest einmal anzukurbeln. Aber wie schon erwähnt, kommen wir jetzt zu mutig sein. Du hast ja auch gesagt, für den Dreh eines Musikvideos zu deiner EP, das war auch im Krone TV, hast du in eisig kaltes Wasser steigen müssen und das hat sehr lange gedauert. Hat man da jetzt was dann beschleunigen müssen in der Post-Production oder ist das gerade noch so gegangen, beziehungsweise wie wichtig erachtest du das über den eigenen Schatten springen in der Kunstszene? Ja, das kommt immer drauf an. Also ich kenne Acts und ich kenne Leute, die da eher so nicht so gewillt sind, solche Sachen zu machen. Ich denke mir immer, ich war nicht drauf gefasst, dass es so kalt sein wird. Glaube ich, das habe ich nicht ganz so durchdacht gehabt. Aber prinzipiell, wenn mir eine Sache wichtig ist und wenn ich ein Bild von einer Vision habe, dann kann ich schon über sehr viele Schatten springen. Man sieht es ja auch an den Haaren, die waren ja auch ursprünglich die Idee einer Regisseurin, habe ich gelesen in einem Interview mit dir. Ja, nein, nicht ganz. Also das war eher so, ich habe sie mir blau gefärbt aus Spaß und dann bin ich zu Popstars gefahren, damals war das noch. Und dann waren sie blau und dann irgendwie ist das so mein Markenzeichen geworden. Jetzt sind sie halt schon sehr lange blau, aber ich liebe sie nach wie vor heiß. Das ist schön zu hören. jetzt kommen wir mal dann wirklich auf die EP zu sprechen. Einer deiner Songs heißt ja Got Myself und darin geht es darum, dass du eigentlich niemanden brauchst. Und konkret heißt es im Song I Got Myself and That's All I Need. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wie ist diese Textzeile zu verstehen? Der Song ist entstanden nach dem Song Contest, wo es sehr schwierig teilweise war für mich, weil sehr viele Leute mir nahegelegt haben, den Act einzustampfen, aufzuhören, das für sich also einfach was Neues zu kreieren. Und wenn dann gedacht, so, aber das ist schwer, weil das, was ich dazu bin, zu 100% ich, also irgendwie fühlt sich das komisch an, jetzt da irgendwie herzugehen und zu sagen, das bin ich jetzt nicht mehr durchzustreichen, ein neues Beat anzufangen, das basically das Gleiche ist, aber halt nur damit irgendwie andere Leute zufrieden sind. Und es war schwierig tatsächlich danach, eine Zeit lang, aber ich bin einfach draufgekommen, das singe ich in diesem Song, man kann aufstehen, die Krone richten und weitergehen, so wie es so schön heißt, der Spruch, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und es ist ein bisschen, ich vergleiche das gerne mit diesen Leuten, die nach Land gehen und altes, totes Land neu beackern, bis es wieder zum Blühen beginnt. Und so ein bisschen hat sich das für mich angefühlt, irgendwie so, okay, die Situation ist halt alles so, wie es ist. Und dann einfach herzugehen und weiterhin das zu machen, was man liebt. Und es liebevoll neu zu bepflanzen und zu gedeihen zu sehen, wenn man es daneben will. Ja gut, und ich glaube, es ist doch auch der Song Contest an sich ein großes Problem, weil die Erwartungshaltungen dann doch immer relativ hoch sind und man erlebt es ja jedes Jahr manchmal mehr, manchmal weniger, dass dann die Anfeindungen nach einem Ausscheiden doch ziemlich, ziemlich groß sind. Ich sage das jetzt einmal so, weil ich mich eben auch letzte Woche sehr stark damit beschäftigt habe und nachdem Österreich ausgeschieden ist, habe ich da doch auch einiges wieder lesen können, sagen wir mal so.
Also, glaube ich, ist wirklich das Wichtigste, dass man zu sich selber steht. Und das besingst du ja auch in Say It. Also, da heißt es, Moment, so. Genau, Stand Up. Es ist ein bisschen viel an Notizen. Stand Up for ourselves. We want to be brave. Und das sind auch sehr sportliche Tunes, die du da komponiert hast oder mitkomponiert hast. Und du treibst ja auch selber gerne Sport. Wie inspirierend ist der für dich? Genau, also ich muss sagen, Stuff for ourselves, we're born to be brave. Weil das exakt das ist, was man uns immer gesagt wird. So, ja, wir sind quasi, jeder von uns kann Großes leisten, so diesen Spruch. Sport ist für mich wichtig, weil ich ihn brauche zum Ausgleich. Wenn ich den nicht habe, dann ja, bin ich relativ unerträglich manchmal. Also mein Mikro ist oft sehr voll und ich habe sehr viele Dinge in meinem Kopf und das ist so dann so mein Moment für mich, je nachdem, was ich halt mache, wenn ich Radfahren gehe, meine Kilometer runterradel, da komme ich mehr so in Trance und kann halt mehr vergessen. Wenn ich merke einfach, dass ich zu viel Energie habe oder dass ich irgendwo mal kurz Dampf ablassen muss, dann mache ich eher ja, Dinge im Kraftbereich oder mache halt was eher so anstrengend ist. Also es ist für mich sehr viel Ventil eher. Dafür waren oder waren die Gespräche mit deiner Schwester, besonders in Lockdown-Zeiten, eine sehr große Inspiration. Gibt es neben dem noch andere Inspirationsquellen oder sind das wirklich nur die Gespräche? Es ist immer sehr schwierig zu sagen, woher die Inspiration kommt. Es ist meistens tatsächlich aus Gesprächen, weil ich ja sehr viel in meinem Kopf bin, Dinge, über die ich nachdenke. Ganz oft ist bei mir so ein Schreibprozess, gerade wenn ich alleine bin, passiert, dass ich halt eher so Melodien schreibe und dann vor mich hin brabbel und dann kommt plötzlich irgendein Text raus und ich denke mir so, ah, okay, anscheinend beschäftigt mich das jetzt und dann schreibe ich eben über das, was mich da gerade offensichtlich beschäftigt. Und oft in Songwriting-Sessions ist es eher so, dass man halt sowieso Gespräche führt und dann irgendwie ausbrechen oft Songs. Oder es kommt schon jemand in die Songwriting-Session hinein und sagt, ich habe jetzt gerade das und das erlebt, wollen wir vielleicht über das schreiben. Und meistens kennt man irgendwie ähnliche Situationen. Und wie lang war der Schaffensprozess dabei dieser EP Point of View? Insgesamt sehr kurzweilig, lustigerweise, würde ich sagen. Wobei man sagt, ja, also die ist schon älter, aber die haben wir dann noch einmal quasi neu aufgerollt. Aber insgesamt ist mir der Prozess lustigerweise sehr vorkommen. Also, warum haben wir das so alles sehr komprimiert? Also, Say It ist zum Beispiel in einer Nacht entstanden. Mit Schreiben, Produzieren, so zack, 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 zack. Und jetzt, Also. seit wann läuft das? Also seit welchem Jahr, so hätte ich die Frage formulieren müssen. Was, seit welchem Jahr, was? Seit welchem Jahr die Produktion an dieser EP Ach so. gelaufen ist, das hätte ich anders formulieren müssen. Tatsächlich Ende, also alles gut, tatsächlich Ende 2021, so die letzten paar Monate, war alles ja, innerhalb von 2, 3 Monaten. So. Ja, und jetzt ist es endlich soweit. Deine EP ist heute eben veröffentlicht worden. Jetzt darf ich auch endlich einmal meine zwei Anspieltipps geben. Ich habe ja das Glück gehabt, schon vorher hineinzuhören. Und das sind für diejenigen, die es jetzt interessiert, Got Myself und Say It. Die sind auch auf meiner Sport-Playlist gesetzt, weil sie eben wirklich sehr sportliche Töne haben. Und ja, aber das Album ist jetzt der falsche Ausdruck. Die EP besteht ja nicht nur aus Got Myself und Say It, über die wir ja schon mehrfach jetzt gesprochen haben, sondern auch aus Upset unter anderem, also verärgert zu Deutsch. Was verärgert dich denn?
Tatsächlich verärgert mich Intoleranz. Intoleranz und also wenn Leute keine Empathievermögen haben, das macht mich wahnsinnig. Was verärgert mich noch? Also ich bin eine Radfahrerin in Wien. Mich verärgern Autofahrer, die rücksichtslos sind. Mich verärgern aber auch Fußgänger und Fußgängerinnen, die am Radweg gehen. mich verärgern eigentlich lustigerweise einige Dinge, aber ich versuche das auch immer, ich versuche mich nicht zu viel zu ärgern, weil das ist, finde ich, das versaut dann oft den Tag und deshalb, ja. Aber das sind so die Dinge, glaube ich, über die ich mich hauptsächlich ärgere. Ja, oder es entstehen eben Songs daraus. Um welches Ärgernis geht es denn eben in Upset konkret? Ja, das ist sehr easy. Also es geht um Leute, die aus nichtigen Dingen ein Riesending machen und da bei dem kleinsten Wort gleich die Mega-Streiterei entsteht und wieder sofort explodieren und wo man da so ganz tiptoen muss die ganze Zeit und aufpassen muss, was man sagt. Und einfach so ein bisschen das Unverständnis darüber, dass manche Leute extrem zart, nicht zart beseitet sind, aber halt alles in den falschen Hals kriegen. Das prinzipiell und das halt geht so, dass man sagt, so, hey, bitte beruhigt dich mal und so. Und so auch ein bisschen dieser Coping-Mechanismus, den man dann mit der Zeit entwickelt, dass man sagt, man sollte einfach nur noch auf Durchzug und so, das ist lala, lala, lala. Das ist halt so ein englischer Ausdruck für, ich halte mir die Ohren so und mache la 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 la, weil es halt, wenn man dann so bombardiert wird, oft mit Ärger und selbst überhaupt nicht versteht, woher der jetzt kommt, dann ist es oft besser, auf Durchzug zu schalten. Ja, und das ist ja nach wie vor noch ein sehr großes Thema. Also ich glaube, mit Corona ist das überhaupt explodiert. Also eben Meinungsunterschiede und dass die Leute alles in einen falschen Hals bekommen. Corona ist jetzt schon ein gutes Stichwort auch für mich. Wenn man sich deine Liste anschaut mit Live-Gigs, merkt man, ab 2020 ist da ein Riesenloch und erst ab 2021 geht es wieder bergauf, sage ich jetzt einmal. Ärgert dich auch das, dass das quasi jetzt 2 Jahre nicht möglich war, gescheit Konzerte abzuhalten? Also ich sage immer, Gesundheit steht über allem. Und das war vor allem ja anfangs, war das ja alles wirklich gefährlich. Und das habe ich gut gefunden, dass sie da so radikal waren. Ich spiele gerne live. Aber ich kann mir auch andere Dinge konzentrieren. Ich habe ja schon anfangs gesagt, ich mag Studio genauso wie live und deshalb habe ich mich halt jetzt eher mal auf Studio-Recordings und auf Arbeit im Studio konzentriert und das genieße ich auch sehr. Und wenn dann wieder Zeit für live ist, dann genau, da kommen jetzt ja auch ein paar Sachen. Ja, und dann, bevor jetzt die Zeit bei meinem Zoom-Konto ausläuft und ich beenden muss, möchte ich noch einen Song thematisieren, Your Song, das ist ja nämlich ein Liebeslied und du sagst, du bist grundsätzlich nicht so eine Freundin von so cheesy Songs, um dich mit deinen Worten zu zitieren. Ist das auch so für Künstlerinnen und Künstler ein großer Druck, immer den coolen geben zu müssen oder dass man dann in eine Richtung gedrängt wird, wenn man dann einmal öffentlich zum Beispiel ein Liebeslied macht? Tatsächlich glaube ich, dass das sehr abhängig ist vom Künstler selbst oder von der Künstlerin. Ich kann nur sagen, ich glaube, bei mir hat es auch sehr viel mit dem zu tun, dass ich halt aus dem Grund, warum ich das zweite Album komplett alleine gemacht habe, vielleicht da das Gefühl hatte, dass mir dann aberkannt wird. Weil das sind ja alles eher so männlichere Attribute. So dieses Coolsein, dieses eher so auf keinen Fall Gefühle zeigen, was eh total doof ist, weil es absolut sexistisch in die andere Richtung ist. Ja. Weil ich mag das sehr gern, wenn Männer über ihre Gefühle reden können. Aber ich glaube, dass es sehr viel damit zu tun gehabt hat bei mir auch, dass ich das eher versucht habe, immer zu vermeiden, dass ich ja cool bin und so. Und ich glaube aber, dass es Künstler und Künstlerinnen gibt, die da jetzt irgendwie weniger Probleme damit haben.
es gibt ja auch genug cheesy Songs und ich finde sie auch schön und wir finden sie alle eigentlich schön, aber man muss halt irgendwie dazu stehen auch. Und ja, es gibt Leute, die mögen das halt nicht so gerne. Ja. Ja, und du bist ja auch sehr experimentell unterwegs, sage ich jetzt einmal. Das ist nicht alles so diese klassische Popmusik, wie man sie jetzt schon tausendfach im Radio hört, sage ich jetzt einmal, aus meinem Empfinden heraus. Und ist das dann vielleicht noch einmal umso druckvoller, wenn man eigentlich das Image einer Andersdenkenden jetzt in dem Sinn hat und dann doch aber so etwas Klassisches wie ein Liebeslied macht? Ich glaube, du triffst den Nagel damit ziemlich am Kopf. Ja. Das hat bestimmt damit zu tun. Und das war schon für mich auch ein kleiner Durchbruch. Man muss auch dazu sagen, dass das tatsächlich in unserem Team ein Thema war, ob der Song released wird. Und ich wurde quasi überstimmt. Also weil ich war diejenige, die gesagt hat, ich bin mir nicht sicher, dass es nur zu cheesy ist. Und die anderen waren dann so, hey, das ist voll der super Song, der ist voll schön und der ist voll intim. Und ja, er ist anders einmal, aber irgendwie, ja, und ich habe mich dann dazu, nicht überreden, will ich nicht sagen, aber ich habe mich encouraged, also gefühlt dadurch, dass ich das auch bringen darf, dass ich auch so eine Musik machen darf. Also, dass das meinem Tun und meinem Können als Produzentin und Musikerin und Sängerin nichts abtut. Und auch, dass ich trotzdem experimentell sein darf, weil Say It ist ja dann eh wieder trotzdem auch experimentell. Und das ist immer, ja, ich finde es ganz schwierig, so Schubladen denken, aber es ist halt in uns allen irgendwie drinnen. Aber es war für mich auf jeden Fall so ein Aufbruch dieser Schublade. Ja, perfekt. Und dann wären wir damit wieder beim Thema Mut gelandet. Und so schließt sich jetzt langsam der Kreis. Also meiner Meinung nach, Point of View ist absolut eine Hörempfehlung, die ganze EP. Vielen Dank. Also auch für unsere Zuseherinnen und Zuseher kann ich nur empfehlen. Jetzt eine letzte Frage noch. Gibt es schon Projekte für die Zukunft, auf die wir uns dann freuen dürfen? Immer. Also es werden dann im Sommer noch wieder Collaborations kommen und das restliche Jahr. Wir arbeiten an ganz vielen neuen Sachen. Natürlich arbeiten wir auch an Live-Geschichten. Ja, also dort kommt jetzt definitiv einiges. Das ist schön zu hören, dass es jetzt auch wieder nicht nur im Studio losgeht, sondern auch live. Gabi oder Penda, ich bedanke mich sehr für dieses nette Interview und die Zeit natürlich. Ich bedanke mich bei unseren Zuseherinnen und Zusehern fürs Zuschauen. Hat mir wirklich, wirklich viel Freude gemacht und Point of View gibt es seit heute auf jedem Streamingdienst und als CD auch? Nein, vorerst nicht. Wir haben uns das aufgespart für, wenn es wirklich wieder dann live losgeht, weil die meisten Leute streamen ja eh nur noch und ja. Ja, dann perfekt. Live gibt es dann Special-Versionen. Dann noch einmal ganz, ganz vielen Dank. Und ja, danke dir. Ich bin gespannt auf die Zukunft. Ja,